du da draußen in deiner 8-Minuten-Bewerbung für Sam vs. Wild Staffel 2 mit auf ein Abenteuer deiner Wahl nimmst, aus dem Outdoor-Bushcraft-Survival-Bereich sein oder auch etwas ganz anderes. Oh, ja, wir haben jetzt 4:31 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nach diesem Motto beginnt unser Abenteuer Bootcamp. Um morgens erstmal klarzukommen, was hilft da am besten? Kalte, geile Dusche. Erste Morgen-Challenge würde es sein: kalte Dusche für Energietank. Mama mia! Also, ich spüre auf jeden Fall, wie die Energie schon auf meinen ganzen Körper strömt. Wir sind jetzt endlich angekommen. Wir müssen nun zu unserem nächsten Spot gehen. Alter, boah, guckt euch diesen Ausblick an. Boah, die Wald, wie sieht der geil aus. Let's roll! Sam vs. Wild! Aua, aua, aua. Da muss ich auch schließlich hier herausfordern. Sam vs. Wild. Mal im Dschungel. Da wird es nämlich anders aussehen. Direkt mal Morgenfrühstück mitgenommen. Lecker Mücken. Mücken. Wer liebt sie nicht? Bisschen Protein am Morgen. Wer bin ich eigentlich? Ja, man nennt mich auch Aphraes, der jetzt diesen Gamer-Körper zurück in Schuss bringen muss, weil er sich gesagt hat, ey, diese Challenge, wow, diese Challenge von Fritz Meinecke, die mache ich doch easy mit. Ja, easy heißt aber auch, dass man dafür trainieren muss. Und für dieses Training habe ich mir überlegt, heute direkt den Tag nicht nur mit einer kalten Dusche anzufangen, sondern direkt mit was Besserem. Ein See. Wir werden jetzt in dieses Wasser springen und trainieren. Ja. Alles für Seven vs. Wild. Because I want to be there. Gerade die kein Englisch können, weil ich da sein will. For the win. 1000 Mücken. Sind die überhaupt alle? Ne. Schaut euch das an. Schön. Ich kriege hier die Pimpanellen, Freunde. Ich habe mich extra dazu entschieden, heute früh abzustonnen, hier hinzugehen, schön ins Wasser rein, nackt sein, ne? Ich soll ja nichts Illegales machen, hat der Fritz hier gesagt. Ever. Da hinten, Männchen. Ich krieg die Pimpanellen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt 5.26 Uhr und hier sind Männchen überall. Weißt du, wenn ich da jetzt nackt drin gehe, dann krieg ich wahrscheinlich noch eine Anzeige für öffentliches Ärgernis. In diesem Sinne, Seven vs. Wild. Ja, ja. Ganze See ist voller Mücken, ey. Eben war ja nur ein kleines Protein-Snackchen. Jetzt habe ich so viel Protein hier gegessen, da brauche ich ja gar nicht mehr Frühstück. Moment mal. Dafür hat man ja schließlich ein T-Shirt dabei, ne? Ich würde sagen, Füße sind noch top. Leck mich am Arsch. Das ist mir ja nicht aufgefallen. Da ist einer meiner Schuhe. Haben noch einen kleinen Abstecher zu Hause gemacht. Da habe ich hier in meiner Hand den Speer des Todes. Aber dazu gibt es noch eine kleine Story. Was nimmst du einen scheiß Stock mit? Digga, das ist ein fucking Stock, Mann. Der ist einfach perfekt. Perfekt. Und ich habe mich halt mal selber gefragt, hä? Warum habe ich mir eigentlich diesen Stock gegönnt?
Heute weiß ich warum. Schon damals war klar, dass ich bei Seven vs. Wild mitmachen werde und dieser Stock mir nun mein Essen besorgen kann. Am meisten triggert ist einfach sowas hier. Warum schmeißt man hier seinen Müll einfach weg? In den Rucksack. Nicht nur wegen dem 25 Cent. Je mehr ich Pause mache und stehen bleibe, desto schmerzhafter wird es. Aua! Das sind die kleinen Sachen im Leben. Ich zeig's euch einfach. Guckt euch diesen View einfach an. Weizen, die Sonne, Schotterweg. Wir ziehen durch, Mann. Ah, wir ziehen durch. Uff. Ah, eieieiei. Muss man halt auch manchmal pushen und 110% geben, um über seinen Schmerz hinausdenken. Aber ich habe hier und da Glück. Rasenstellen. Das ist für mich auch der Grund, warum ich mich dem größten Abenteuer damit dann in meinem Leben stellen will. Und zwar Seven vs. Wild im Dschungel, weil das ist nochmal eine andere Hausnummer. Das sind Brokkoligesteine. Ist doch nicht schön ordentlich. Aber verlagern wir unser Gewicht schön nach vorne auf die Ballen, dann wird das schon. Einen kurzen Checkpoint. Meine Füße tun höllisch weh, aber wir haben noch viel vor uns. Und ich dachte heute Morgen, das war schon alles, das war nur Aufwärmübungen. Freue ich meine Taten? Never ever. Das weh? Oh yeah. Der Kopf macht es. Bleib stehen. Gönn dir eine Pause. Heidewitz. Ah, der war weh. Der hat weh getan. Uff. Schmerz ist im Gehirn. Härte dich ab. Schmerz ist nur im Gehirn. Härte dich ab. Schmerz ist nur im Gehirn. Härte dich ab. Härte dich ab. Schmerz ist nur im Gehirn. Schmerz ist nur im Gehirn, denn du härtest dich ab. Härte dich ab, denn Gehirn ist nur im Schmerz. Ah ja, Gehirn ist nur im Schmerz, genau. So. Wir sind jetzt hier an unserem Spot. Jetzt jagen wir den Kram. Oh, Ace, was machst du da, Alter? Du darfst in Deutschland doch keine Fische fangen. Geschweige denn mit einem Speer. Du hast noch nicht mal einen Angelschein, Alter. Komm mal klar. Ja, und was sollen wir jetzt essen? Wir haben hier ein paar Brennnesseln. Hm? Was ist das dann? Ich werd wahnsinnig. Gelbes Gold! For the win! Jetzt müssen wir doch nicht verhungern. Und damit war's das mit unserem Abenteuer-Bootcamp, würde ich mal sagen. Wir sehen uns dann im Dschungel wieder, ne?